So. Geht der Mann dann einkaufen, kommt er wieder, ne? Legen sich beide abends ins Bett. Und, Dings wollen dann anfangen. Die Frau geht runter, fängt schon an, ne? Fängt an, so zu nuckeln, lutscht ein bisschen, dann kommt sie nach oben. Gorgonzola. Oh mein Gott. Die letzte Aufnahme können wir knicken, die muss ich schneiden. Das kommt mir jedes Mal im Kopf, wenn ich das höre. Das habe ich von meinem Cousin irgendwann mal. Auch weil ich weiß nicht, wie alt war ich da? 10 oder so? Alles klar, dann dürft ihr das hören. Der Spruch, der bleibt hängen, ey. Ja. Leider. Ach was, irgendwann werdet ihr auch aufgeklärt von euren Eltern, so Bienchen und Blümchen. Ja, wurdet ihr aufgeklärt? Nein. Mm-mm. Wer wird heute noch aufgeklärt, Mann? Das macht die Straße machen mit Klettern genau, auf. Ja. Der auf der Straße, Alter. Ja, da lernst du. Auf der Straße lernst du alles, Mann. Klettern auf. Hier, Straßenbusiness mach ich, Mann. Hab ich gelernt auf der Straße. Ja, wofür Mathematik, Mann? Bisschen Padder machen. Dann machen wir ein bisschen hier Kohle, Asche, Kies. Ach. Ja, immer diese unterbelichteten, minderbemittelten. Ja. Sprich das Thema nicht schon wieder an. Irgendwann reicht's. Assi-Kinder. Ja, diese Mongos da. Möchte gern Ghetto-Kids. Ja, also. Weißt du, sind wahrscheinlich in einem Einfamilienhaus aufgewachsen, so voll Schnieke und so. Wir sind hier auf der Straße, ja. Alles klar, alles klar, Junge. Neukölln, ey. Sei nicht so cool. Auf die beste Show. Ja, auf die beste Show. Das soll ich mal unter mein Video bekommen. Was bist du denn für eine auf die beste Show? Ja, weißt du, wer das war? Nee, das war der Dingens, ja. Der Gary, Alter. Der McFly. Nee, das war der Dingens. Das Mustermann. Nee, das war der nicht. Philipp heißt der nicht. Keine Ahnung, wie der da hieß. Alles klar, Philipp. Der Miep oder so. Genau, Miep war das. Kenn ich gar nicht. Ja, das war einer von unserer Skype-Gruppe von früher. Mit Jirko und so? Ja, ja. Ja, aber, ja, was soll ich dazu sagen, ne? Im Endeffekt wusste ich, wer das war. Weil mir ist sowas auch scheißegal, wenn irgendjemand was da drunter schreibt. Haters gonna hate. Ja. Damit musst du leben. Das ist genau wie mit Dingens negative Bewertung oder so. Wer hält der Kommentar gleich voll? Ja, wir gehen. Hast du gesagt, Reed? Über Hater-Kommentare lache ich voll. Ja. Das ist voll lustig. Macht's erstmal selber besser. Ich meine, weißt du auch, diese ganzen Dislikes, so, ne, das würde mir auch am Arsch vorbeigehen, weil, also ich sag mal, ich nehme Dislike nur ernst, sobald da auch dein Kritikpunkt kommt, was dem nicht gefallen hat. Ja, so, aber auch sachliche Kritik, ne? Ja? Also nicht so. Ja, klar. Ich so, das hab ich gestern zweimal schneller gemacht, ey. Ja, das ist so, hallo? Ja, und? Das wird Zeit beim Zocken, fertig. So, aber ich sag mal, wenn zum Beispiel was kommt, ja, hier, das gefällt mir nicht, wie du das und das machst und bla, weißt du, okay, alles klar. Du machst nicht in 1080p, okay, gut. Habt ihr denn Videos gedisliked? Ich? Jo. Videos gedisliked, ja. Wenn mir Videos nicht gefallen, kriegen die einen Daumen nach unten. Ganz ja, klar. Ohne Grund. Wir haben mal. Ohne einen Grund zu hinterlassen? Nee. Nee, schreibst du dann auch. Also ich schreib dann hin, bist du behindert oder so, Alter? Haben wir schon mal. Haben wir Dings. Pierre, sein erster Kanal. Ja. Sei kein Chabo, gib Babbo-Abo oder sowas. Oder gib mir Abo. Irgendwie so hieß der. Gib dem Babbo-Abo. Gib dem Babbo-Abo. Und dann haben wir so gesagt, den Namen kannst du nicht lassen. Damit in sein erstes Video, ich glaube, 27 Mal. Alter. Ne, 47 mal gedisliked oder so. Was? Ja, ich hatte innerhalb einer Stunde hatte ich 150 Aufrufe. Oder so, genau. Ist das Scheiß? Ja. Ja, wir haben halt die ganze Zeit F5 gedrückt und gedisliked. So. Hey, du kannst nur einmal disliken. Nein, wir haben wir haben von Azi ein paar Kollegen einbezogen, die halt dann den Abonnenten Bescheid gesagt haben. Die haben halt die ganze Zeit F5 gedrückt, um zu gucken, wie viele Dislikes schon da sind, weißt du? Und wenn das alle machen, kriegst du halt voll viele Aufrufe. Mhm. Okay. Es sind halt weniger Aufrufminuten, aber halt Aufrufe, die angezählt werden. Wusste ich gar nicht, Mann. Ja, weil halt voll die Motherfucker sind. Ja, alles raus. André, sagst du dein erstes Digimon-Video, ja? Also was? Leute, ihr wisst, was André gerade gesagt hat, er hat es zugegeben.
Ist doch Bescheid, ne? Ey, wir haben das nur gemacht, um dir zu helfen, ja? Nein. Stell mal vor, dein Kanal wird so. Wir wollten dir nur helfen. Sei kein Chabo, gib dem Babo-Abo. Du hattest genau so einen Scheiß. Du hattest genau so einen Scheiß. Das war mein Titel, mein Kanal-Bannerbums. Ja, ich kannte mich damit halt nicht aus. Alter. Du hast den ganzen Kanal hast du so genannt. Ja, da musste ich den Account löschen, weil man nur irgendwie ein- oder zweimal den Namen ändern durfte. Ja, das war scheiße. Das wollten wir denn nur so sagen, so immer hier, das war ein bisschen scheiße, was du gemacht hast, Junge. Ja, ja, erstmal tot gedisliked. Fotzen, Alter. Like a Sir. Like a Sir, Mann. Sir. Warte mal, Like a Lady gibt's doch auch, ne? Ja. Hat mir irgendjemand erzählt, irgend sowas, Like a Lady. Lady Pirate. Schande über euch, Mann. Schande über euch. Wie könnt ihr Lady nur meinen Spruch klauen, Alter? Ehrlich. Gib nee, der Schlampe. Die Schlampe hat mal eben so 25.000 Abonnenten. Ja, oder so. Alter. Nein, ganz ehrlich, es gibt die wirklich. Ja? Hat der Azi mir mal gezeigt. Like a Lady oder so ein Scheiß. Nice. So eine weibliche Gamer-Community. Was hat er nochmal gesagt? Das sind so Frauen, die denken, die sind's oder so. Also sehr nett. Scheiß auf euch, Mann. Glaubt mir nicht meine Sprüche. Ich bin der Sir in diesem Business. Im Gaming-Business. Ja, Mann. Ihr seid die schon wieder weiter oder so? YouTube-Business. Was? Seid ihr schon wieder weiter? Nö. Aber wir sind immer noch hier bei dem Partner. Seit 39? Nee, der Schui ist 39, Alter. Ja, der hat einen 1000er-Booster. Drecks. Cash. Ja, das nicht hat er mehr. Aber auch nur eine halbe Stunde gehabt. Nicht mehr, meiner ist schon weg. Ja, setzt doch den nächsten ein. Nein. Hallo, bin ich bescheuert? Nein. Ich halte mir ein. Ich wollte einfach nur wieder jetzt hier hinterherkommen. Nein! Nein, Mama! Nein, Mama! Ah, ey. Boah, diese Attacke sieht so geil aus. Einfach nur geil. Habe ich euch schon gesagt, dass ich euch liebe? Nein. Gut, ist nämlich auch nicht wahr. Geil. Ich hab schon Angst gehabt, ey. Hast schon gedacht, du hast schon wieder ein Kind von mir, oder? Ja. Tat letztes Mal so weh. Ja, wenn er so vorne aus dem Penis rauskommt, so. Ja. Nicht geil. Mit so einem Wasserkopf, wie weiß ich nicht, wer hat einen Wasserkopf? Ich. Nee, sag ich nicht. Ich bin heute nett. Er hat einen Wasserkopf. Fängt mit L an. Hä? L? Ach! Ja, ich weiß. Rot wie dumm, weißt du? Ja. Jetzt wissen wir es. Und sie auch. Nein, ich mag dich. Brot wie dumm. Außerdem ist sie Brot wie doof. Ja, Brot wie dumm, Brot wie doof. Ah, das ist dasselbe. Bernd das Brot. Wodka, ist Wodka. Russen, Polen, Kasachen. Hauptsache Wodka. Ja, die Türken haben sowas ähnliches. Trinkst halt Raki. Raki, das ist eher so, ich finde, Raki ist eher so wie Uso, ne? Mhm. Habe ich nie getrunken, ne. Noch nicht? Und nee. Raki ist auch ein bisschen stärker als Wodka, ne? Ja? Ja, keine 45%, Ahnung. Glaube ich. Aber Raki trinkt man mit Wasser, ne? Mhm. Ja. Solltest du. ach ja, ich habe Dingens. Wir haben Sake falsch getrunken, ne? Warum? Macht man nicht heiß. Nicht? Das ist ein Fehler. Das macht es warm gemacht. Ja, man kriegt so billigen Scheiß kriegt man eigentlich immer nur in so, weißt du, so Schnittlauch-Restaurants. Schnittlauch-Restaurants? Ja. Ja, das sind so Möchtegern. So, weißt du, wo hinter der Theke gekackt wird oder so. solche Sachen. Ich weiß ja nicht, mit was für Restaurants du gehst, ja. Da kriegst du so einen Scheiß, ne? Da hab ich in Dingens High Five, die haben so eine Kochsendung gemacht, da war so. Jo, hab ich auch gesehen. Teil der Der hat das erzählt, dass man das nicht machen sollte. Okay. Also das nächste Mal, wenn wir Sake saufen, weil warm hat der mal übelst asozial geschmeckt. Ja. Ganz ehrlich, das ging gar nicht. Alter. Ja, am Tag ab nach mir Sake trinken. Und Azi hat gebechert ohne Ende, Mann. Ja. Und hinterher sagt er dann so, ja, das schmeckt voll, das ist voll gut und so. Und hinterher sagt er dann so, nee, ich kann doch nicht trinken, schmeckt voll Asi und so. Ja, der wollte einfach nur nicht sich bloßstellen. Ja. Das Zeug war auch abartig, Alter. Ja. Das hat so ekelhaft geschmeckt und das hat so gebissen in der Nase, ne? Mhm. Boah, geht gar nicht klar. Dann doch lieber meine Pulle Vodik. Jo. By the way, da muss ich ja trotzdem gleich noch drauf anstoßen. Ja, hab ich auch gerade dran gedacht.
Ich weiß, wegen Wochenende, Annika hat schon mit mir geredet. Gut, dann können wir es ja jetzt auch schon ansprechen. Auf jeden Fall, wegen irgendwie renovieren helfen ja, oder so, ne? Aber da geht's halt so, wir haben das gerade geplant, eher spontan, dass wir das vielleicht auf 2 Tage schieben, so. Ja. Und, dass du dann bei uns übernachtest, bei Annika, ne, mit mir. Hm, schon wieder. Ja, ja, haben wir so ein... Ja, und wir gehen dann am Freitag, wollten wir dann, sagen wir schon, in die Stadt gehen. Okay. Annika trifft sich damit.